Konzerten auf und da ist ja vielen von uns noch im Gedächtnis sein Gesprächskonzert über Lenin und Appassionata, Beethovens Appassionata, den er ja 2017 im Rahmen ja so der Tagung über die russische Revolution 1917 gemacht hat. Also das ist ja insofern ja ein sehr wichtiges Format, das ja hier auch nicht nur dann Konzert, Vortrag, sondern auch Film damit verbunden war. Und das ist ja auch ein der zentralen Schwerpunkte von Jakowice Gitman, also seine Studien ja so zum sowjetischen und postsowjetischen Film. Und wir freuen uns, dass er uns heute über diese Thematik sprechen wird, und zwar über die Zukunftsvorstellung im sowjetischen Film. Bitte schön. Vielen Dank für diese schöne Vorstellung, Nikolai. Ich bin sehr geehrt, an dieser Vorlesungsreihe teilnehmen zu dürfen. Hören Sie mich? Hört ihr mich? Ja? Ja, gut. Ja, obwohl die Reihe dem Jubiläum von Stanislaw Lem gewidmet ist, werde ich mich mit dem Zeitalter beschäftigen, das der Entstehung von Solaris eigentlich vorausgeht. In der Anfangs, ja, Entschuldigung, ich muss jetzt das PowerPoint teilen. Ja, mit dem Sound und dann Show. Sehen Sie jetzt meine Präsentation im Vollbildmodus oder mit allem drumherum? Ja, okay, dann muss ich das anders machen. Jetzt im Vollbild. Okay, super. In der Anfangszeit der sowjetischen Kinematografie wurden zwei Filme nacheinander gedreht, die man eigentlich als Science Fiction bezeichnet werden darf. Aelita, der Flug zum Mars, ist ein Stummfilm gedreht von Jakov Protasanov aus dem Jahr 1924, der auf der gleichnamigen Novelle Aelita von Alexei Tolstoi basiert. Der Film ist zwar historisch bedeutend und nahm einen richtungsweisenden Einfluss auf die Entwicklung des Genres, hatte aber keinen besonders großen kommerziellen Erfolg. Protasanows Erzfeind Lew Kuleshov hat eine vernichtende Rezension auf Aelita veröffentlicht, die die angeblich spießbürgerliche Ästhetik des Films zu entlarven trachtete und im Anschluss sofort angefangen, seinen eigenen Science-Fiction-Film Der Todesstrahl, Lutsch Smerti, zu drehen. Es ist ein Spionagenkrimi über den Kalten Krieg, lange vor dem Kalten Krieg. Kuleshov wollte zeigen, dass er im Gegensatz zu Protasanov mit Low Budget bessere künstlerische Qualität erreichen konnte, hat aber gescheitert. Während Aelita zumindest im Nachhinein als ein Meisterwerk anerkannt wurde, gilt der Todesstrahl bis heute als einer der größten kreativen Misserfolge Kuleshovs. Obwohl das Science-Fiction-Genre zu den Ursprüngen des sowjetischen Films gehört, schienen sowjetische Cineasten daran jegliches Interesse für lange Zeit verloren zu haben. Der Misserfolg der zwei Filme war aber nur ein Grund unter mehreren anderen. Ich möchte betonen, dass diese Filme eigentlich keine Bilder der Zukunft darstellten. Ihre Handlung spielte in der Gegenwart in Petrograd zur Zeit der neuen
ökonomischen Politik, NEP, zur NEP-Zeit. Die futuristischen Bilder von einem Flug nach Mars und von Marsmenschen in Aelita entpuppen sich im Laufe des Films als Fantasien eines neurasthenischen Ingenieurs. Die Handlung von Der Todesstrahl spielt in einem nicht näher definierten kapitalistischen Land, dessen Geheimdienste die Erfindung eines sowjetischen Ingenieurs gestohlen haben. Eine Maschine, die brennbare Gemische auf Distanz zur Explosion bringt. Wenige Monate nach Kuleschows Flop erschien in den Kinos Der Panzerkreuzer Potjomkin von Sergei Eisenstein. Dem folgten in Kürze die Filme Mutter und das Ende von Sankt Petersburg von Vsevolod Budovkin sowie Arsenal von Alexander Dawschenko, die alle nicht nur in der Sowjetunion, sondern auch im Ausland riesengroßen Erfolg hatten. Sie alle spielten in der Zeit der russischen Revolutionen und des Bürgerkriegs. Sie hatten eine neue Filmgattung geprägt, die als historisch-revolutionärer Film bezeichnet wird und für viele Jahre das führende Genre der sowjetischen Filmkunst geworden ist. Seine Stellung ist durchaus mit der Rolle des Westerns in den USA vergleichbar. In den 30er und 40er Jahren nahmen Filme über die Vergangenheit weiterhin eine absolut dominante Stellung ein. Neben den historisch-revolutionären Filmen erschienen in den 30er Jahren auch historische Kostümdramen, die im 13., 17. oder 18. Jahrhundert spielten. Und in den 40er Jahren biografische Filme über Kriegsherren, Komponisten, Schriftsteller und anderen großen Menschen. In der Stalinzeit gab es einen einzigen Spielfilm, der die Zukunft dargestellt hat. Die kosmische Reise, auf Russisch Kosmicheski Reis, von Wassili Juravlov, der 1936 in Kinos erschien. Er hatte zwar Erfolg, aber keinen Nachfolger. Anfang der 50er Jahre, als Stalin noch lebte, begann der Regisseur und Kameramann Pavel Klushantsev mit der Arbeit an einem populärwissenschaftlichen Film über die Erforschung des Weltraums. Er begnügte sich jedoch nicht damit, die damaligen wissenschaftlichen und technologischen Innovationen aufzuzeigen, sondern versuchte, deren künftige Entwicklung zu antizipieren. Auf diese Weise sprengte er die Grenzen des popularwissenschaftlichen Genres und gelangte zur Science Fiction. Die unglaublich kostspieligen und zeitaufwendigen Arbeiten an dem Film endeten genau in dem Moment, als der erste künstliche Satellit ins All geschossen wurde. Der Weg zu den Sternen war der einzige Film der 50er Jahre, der Bilder aus der Zukunft zeigte. Die Tatsache, dass innerhalb von 30 Jahren nur zwei Filme über die Zukunft gedreht worden waren, wirkt befremdlich. Es liegt nahe zu vermuten, die Kommunistische Partei und das stalinistische Regime wären grundsätzlich gegen die Science Fiction und Darstellung der Zukunft eingestellt. Ob das stimmt, kann man leicht am Beispiel der Geschichte der Science Fiction in der sowjetischen Literatur herausfinden. Von der Mitte der 20er bis zur Mitte der 30er Jahre gab es keine legitime russische Bezeichnung für Science Fiction. Der Begriff научная фантастика, wörtlich wissenschaftliche Fantasie, entstand am Anfang der 20er Jahre als ein heftig umstrittener Neologismus. Die Verleger und Redakteure populärer Belletristik wussten, dass sie die Grenzen politisch akzeptabler Handlungsstränge nicht verletzen durften. Sie fügten häufig redaktionelle Einleitungen oder Klappentexte hinzu, die die politische Zuverlässigkeit der Erzählungen betonen sollten. Eine der nützlichsten rhetorischen Strategien in dieser Hinsicht war die Betonung der wissenschaftlichen Grundlage der fiktionalen Abenteuergeschichten. Mitte der 20er Jahre herrschte eine paradoxe Situation.
dank der begrenzten Marktwirtschaft, neue ökonomische Politik NEP, gab es einen boomenden Markt für alle Arten von Abenteuerromanen. Während proletarische und avantgardistische Experimente von der breiten Öffentlichkeit weitgehend ignoriert wurden. Dieser Tendenz versuchte die Assoziation der proletarischen Schriftsteller Rapp entgegenzuwirken. Während des ersten 5-Jahre-Plans von 1927 bis 1932 griffen die Aktivisten der Rapp nicht nur verschiedene Gruppen und Zeitschriften an, sondern begannen auch ihre Kritik auf die Abenteuerliteratur zu konzentrieren. Die Kritiker warfen dieser Literatur vor, die Menschen nicht auf die Herausforderungen des sozialistischen Aufbaus vorzubereiten, sondern sie mit jenseitigen, weltfremden Träumen über exotische Länder zu verführen. Bis 1932 wurden fast alle Verlage für Abenteuer- und Science-Fiction-Literatur geschlossen oder verstaatlicht. Im Jahr 1932 aber wurden alle Rapp-Strukturen entmachtet und dann sofort die wissenschaftliche Fantasie, научная фантастика, rehabilitiert. Ab 1934 wurden neue Versuche unternommen, die научная фантастика als ein Genre der sozialistischen Literatur zu fördern. Während der Rapp-Herrschaft blühte der Schwarzmarkt für die Bestseller der Vorkriegszeit. Um den Prozess zu legalisieren, beschlossen die Redaktionen der wichtigsten staatlichen Verlage in den 30er Jahren, ausländische Klassiker wie die Werke von Conan Doyle, Jules Verne oder Herbert George Wells nachzudrucken. Im Frühjahr 1938 behauptete der Schriftsteller Alexander Belaev, der schon als Autor einiger Science-Fiction-Bestseller angeben konnte, dass die wissenschaftliche Fantasie bei den sowjetischen Lesern einen unbestreitbaren Erfolg habe. Damit erklärte er den Sieg der Science-Fiction-Anhänger über ihre langjährigen, einflussreichen Gegner. Die Tatsache, dass Belaev sich nicht scheute, sich auf dem Höhepunkt des großen Terrors so öffentlich zu äußern, zeigt, dass die Behörden eigentlich auf seiner Seite waren. In den folgenden Jahrzehnten der sowjetischen Herrschaft wurde die Science-Fiction als Genre und literarische Bewegung nie systematisch von den Machtinhabern verfolgt. In diesem Zusammenhang verwundert das fast völlige Nichtvorhandensein von Science-Fiction im Kino bis zu den späten 50er Jahre. Diese Tatsache wurde von Pavel Kluschantsev, dem Hauptmeister der Science-Fiction im sowjetischen Film, in einem späteren Interview erläutert. Diese Dinge легко писать, понимаете, очень легко. И писать тоже нелегко. Но все-таки их, понимаете, можно написать, упомянув фон, упомянув архитектуру, упомянув быт, упомянув транспорт, упомянув технику, упомянув, так сказать, там, я не знаю, все, бегло упомянув. И зритель мысленно себе что-то туманное представит, и этого достаточно. А в кино, в этом смысле, понимаете, писателям легко работать по сравнению с кинематографистами. Киношникам, понимаете, воссоздавать, мало того, что надо придумать это самое будущее, а ведь для того, чтобы придумать, надо очень хорошо знать не только сегодняшний мир, но и вчерашний, и, так сказать, проследить тенденции, куда это все может идти. Попробуйте прогнозировать на 100 лет моду, во что человек будет одеваться. Попробуйте прогнозировать какие-то общественные нравы, порядки, поведение на улице, транспорт, понимаете, я не знаю, там. Очень тяжело. Ну хорошо, вы сочинили, а как это все построить? Вы знаете, как зритель придирается, когда на экране, как они говорят, лезет фанера. И вот представьте себе положение, так сказать, кинематографистам, которым приходится создавать этот мир будущего. Начинает не хватать времени, не хватать денег, не хватать, понимаете, возможностей всяких декораторов и бутафоров, материалов. Это все, это вырастает в такие сложности, в такие трудности, что фантастика отпугивает. Я охотно понимаю людей, которые не находят в себе сил
взяться за такие, за такую работу. Haben Sie den Ton gehört? Ja? Okay. Aus diesem Interview geht hervor, dass Kruschantsev selbst ein sehr intelligenter Mann gewesen ist und dass er sich bemüht hat, Filme auch für intelligente und anspruchsvolle Zuschauer zu drehen. Das komplette Gegenteil von ihm scheint Vassili Juravlov zu sein, der Regisseur der kosmischen Reise. Wie Kruschantsev wurde er auch in den 80er Jahren eingeladen, in der populärwissenschaftlichen Fernsehsendung Offenbar doch kaum zu glauben, Очевидное невероятное, über seine Arbeit zu erzählen. Außer kosmischer Reise hat Juravlov überwiegend Abenteuerfilme für Teenage-Publikum gedreht. Zu seinen bekannten Filmen gehört die Verfilmung des Romans Der 15-jährige Kapitän von Jules Verne. In der Sendung wirkt er auch mit 80 Jahren abenteuerlustig und draufgängerisch. Juravlov hat die Arbeit an der kosmischen Reise 1932 begonnen. In jenem Jahr fiel die offizielle Rehabilitierung der wissenschaftlichen Fantasie mit der Schließung von RAP und dem Start des Personenkultes von Konstantin Tsiolkovsky zusammen. Juravlov wollte sofort Tsiolkovsky an die Produktion einbeziehen. Er schrieb ihm ein Telegramm, ohne seine Anschrift zu kennen, und erhielt eine Woche später ein Paket mit Tsiolkovskys Buch Außerhalb der Erde. Tsiolkovsky erklärte sich bereit, an dem Projekt teilzunehmen. Er lud das ganze Filmteam zu einem Treffen in Kaluga ein und bat auch darum, eine Stoffpuppe mitzunehmen, an der er Bewegungen in der Schwerelosigkeit zeigen wollte. Auf diesem Foto ist Juravlov und der Filmarchitekt Juri Schwitz mit Tsiolkovsky zu sehen. Der Kameramann Alexander Galperin und der Herstellungsleiter Lev Indenboom waren auch dabei. Das Team war sehr besorgt darüber, wie Tsiolkovsky darauf reagieren würde, dass der Film in erster Linie an Kinder gerichtet sein sollte. Alle waren deshalb enorm erleichtert, als er das Team mit den Worten »Na, fliegt er zum Mond?« begrüßte. Tsiolkovsky wurde offiziell als Berater des Films eingestellt und fertigte 30 Zeichnungen des Raketenflugzeugs an. Er fungierte zudem als der Prototyp für die Hauptfigur des Films, den alten Raketenkonstrukteur Pavel Sedych. Jetzt ein paar Worte zum Sujet des Films. Er spielt in Moskau 1946, das heißt 10 Jahre nach der Filmpremiere. Im Institut für interplanetare Verbindungen ist ein Raumfahrtprogramm unter der Leitung des schon älteren Akademiemitgliedes Pavel Sedych mit dem Ziel einer Mondlandung fast abgeschlossen. Der jüngere Konkurrent, Professor Karin, hält Sedych für zu alt, um am Flug teilnehmen zu können, was zu Reibungen führt. Aufgrund von Karins Versuch, den Flug zu verbieten, begeht Sedych eine Raketenentführung. Da es sich um ein Abenteuertum handelt, wird Sedych in seiner Reise nicht von den Astronauten begleitet, die seit langem für den Flug trainiert worden waren, sondern von jungen Enthusiasten, die sich zufällig in der Nähe befinden. Die Promoventin Marina und der junge Erfinder Andriusha schleichen sich auf das Raumschiff Josef Stalin, den Sedych konstruiert hat. Thank you.
Die Reisenden landen auf der anderen Seite des Mondes und kehren nach einer Wanderung auf dem Mond sicher zur Erde zurück. Die Filmerzählung ist kompatibel mit dem Kanon des sozialistischen Realismus, der seit spätestens 1934 als Hauptmethode der sowjetischen Literatur und Literaturkritik proklamiert wurde. Alle Romane des sozialistischen Realismus haben notwendigerweise eine Figur eines negativen Helden. Achtung, der negative Held ist kein Volksschädling, kein Saboteur, Diversant oder Kulak. Er ist nicht einmal ein Bösewicht. Der negative Held ist eine Person, die die Absurdität des Zieles erkennt, die sieht, dass dieses Ziel in keinem Verhältnis zu den Anstrengungen steht, die zu seiner Erreichung unternommen werden müssen. Wie ein typischer negativer Held des sozialistischen Realismus protestiert Professor Karin gegen den Flug, indem er auf das nicht überlebte Kaninchen hinweist und behauptet, dass es so nicht geht, dass es noch weiterer Vorbereitungen bedarf, um noch größere Verluste zu vermeiden. Professor Karin spricht mit dem Akademiemitglied Siddich aus der Sicht der Realität, wie er sie sieht. Die Erprobungsphase ist unvollständig. Die Lebenssicherheitstechnik wurde nicht den erforderlichen Prüfungen unterzogen. Siddich spricht aber eher von einer Art Superrealität, die sich aus der Tatsache ergeben muss, dass sie einen Durchbruch vollbringen werden, der alle Risiken und Verluste ausgleichen würde. Professor Karin sieht die Welt, wie sie ist. Siddich sieht eine Art idealer Zukunft und er behandelt die heutige Realität als ein Modell oder als eine Skizze dieser Zukunft. Obwohl die ganze Filmhandlung in der Zukunft spielt, gibt es eine Zukunft in der Zukunft, die nur Siddich sehen kann. Siddich und Professor Karin haben also unterschiedliche Visionen. Karin hat eine empirische Vision eines Mannes, der sieht, was er sieht und der die Zukunft als eine Kette von Ursachen und Folgen bewertet. Du wirst dies und das tun und es wird dieses Ergebnis geben. Aber Siddich sieht nicht, was empirisch vorhanden ist, oder nicht nur, sondern ein bestimmtes verborgenes Wesen. Und er wertet seine Tätigkeit als Offenbarung dieses verborgenen Wesens. Darin liegt die Quelle, die es den positiven Helden des sozialistischen Realismus ermöglicht, einerseits ganz praktisch zu handeln, andererseits aber auch in der verborgenen, visionären Welt zu leben. Und somit begeht der Held Handlungen, die aus der Sicht des praktischen Verstandes völlig sinnlos und geradezu schädlich sind. Ein Jahr nach der kosmischen Reise erschien ein historisch-revolutionärer Film Stürmischer Lebensabend, Deputat Baltiki. Sensationell an dem Film war, wie überzeugend der 32-jährige Schauspieler Nikolai Tscherkassow den 75-jährigen alten Mann, den Wissenschaftler Polejaev, spielte. Der Vorspann beginnt mit einer Widmung an eine reale historische Figur, den bedeutendsten russischen Darwinisten Kliment Timirjazev. Tscherkassows Figur wurde als alter Ego von Timirjazev dargestellt. Mit der Wahl des jungen Schauspielers für die Hauptrolle wollten die Regisseure Alexander Sarchi und Josef Hefitz zeigen, dass der alte Wissenschaftler im Herzen jung geblieben war und deshalb die bolschewistische Revolution in seinen späten Jahren unterstützte. Wie wir sehen, waren Hefitz und Sarchi hier keine Pioniere. Der Protagonist von Kosmische Reise ist eigentlich ein falscher alter Mann. Er hat zwar ähnliche Eigenschaften wie Tsiolkovsky,
einen langen grauen Bart, er ist ständig von Kindern umgeben und vor allem ähnelt seine Frau, der echten Frau Tsiolkovskis, Varvara Jewgrafowna. Wie hier zu sehen ist, wohnten auch die Eheleute Tsiolkovskis in Moskau und nicht in provinzieller Kaluga. Obwohl seine Frau wirklich alt ist, wird sie dich von dem 40-jährigen Schauspieler Sergei Komarow dargestellt. Ein älterer Schauspieler wäre nicht nur deshalb ungeeignet, weil er nicht in der Lage wäre, schwindelerregende Stunts durchzuführen, die die Schwerelosigkeit im Film simulieren. Noch wichtiger war es, dem Zuschauer zu zeigen, dass der alte Wissenschaftler vor allem deshalb unglaubliche körperliche Anstrengungen ertragen kann, weil er im Herzen jung geblieben ist. Nicht umsonst ruft er vor dem Start der Rakete aus: Es lebe die Jugend! Er wird aber gerettet, natürlich. Der Wissenschaftler Pawel Siddig unterscheidet sich aber in vielerlei Hinsicht von Tsiolkovsky. Erstens lebt er im Zentrum von Moskau und vom Fenster seines Hauses kann man nicht nur das Kosmodrom sehen, sondern auch den grandiosen Palast der Sowjets mit einer kolossalen Lenin-Statue,
der in Wirklichkeit nie gebaut wurde. Zweitens unterscheidet er sich von Tsiolkovsky durch seine Haltung gegenüber Tieren. Wie Nikolai Plotnikow kürzlich herausgefunden hat, schlug eigentlich Tsiolkovsky vor, alle Tiere vollständig auszurotten. Im Film sagt aber Professor Karin, dass er dem Akademiemitglied Sirdich erst dann erlaubt, zum Mond zu fliegen, wenn die zuvor gestartete Rakete mit der Katze von dort vom Mond zurückkehrt. Und auch nur dann, wenn die Katze noch am Leben ist. Sirdich wartet nicht auf die Rückkehr der Katze, sondern trifft sie auf dem Mond. Herr Professor Sirdich. Die Rückkehr auf die Erde. Die Katze ist ein Tier, das gut schleichen, sich verstecken
verbergen und sich der Verfolgung entziehen kann. Die Katze geht zwar ihre eigenen Wege, bleibt aber mit dem Menschen trotzdem befreundet. Die Hauptsache aber ist, dass die Katze bei ihren geheimen Ausflügen ihr Revier markiert und versucht zu erweitern, ihr Territorium. Natürlich kann die Katze, die hilflos in einer Rakete gefangen ist, alle diese Eigenschaften auf dem Mond nicht wirklich ausleben. Diese Eigenschaften werden aber trotzdem im Unbewussten des Zuschauers hervorgerufen und in der Rolle eines Scouts, Spähers und Spions wirkt eine Katze viel überzeugender als ein Hund. Was die Erzählstruktur betrifft, ist Kosmische Reise ein perfektes klassizistisches Drama mit einheitlicher Handlung, einheitlicher Zeit und sogar einheitlichem Ort, da sowohl Moskau als auch der Mond in unmittelbarer Nähe des Raketenflugzeugs Josef Stalin stattfinden. Die Helden haben ein Ziel und überwinden viele Hindernisse. Der Flug ins All muss nicht einfach um seines selbst willen vollbracht werden, sondern um den Mond zu erreichen. Und der Mond muss erreicht werden, nicht um seines selbst willen, sondern um ihn sowjetisch zu machen. Also die Astronauten senden das Signal auf die Erde und das scheint der Höhepunkt und das eigentliche Ziel ihres Abenteuers zu sein. Ich komme jetzt zum Film Der Weg zu den Sternen von Pavel Klushantsev. Wenn Historiker und Historikerinnen des russischen Films einen Film aus der Stalinszeit mit einem Film aus der Tauwetterperiode vergleichen, weisen sie in der Regel auf die Merkmale hin, die die veränderten politische Ausrichtung und kulturellen Werte widerspiegeln. Es ist jedoch vielmehr die Medientheorie als die Kultur- oder Politikgeschichte, die uns helfen könnte, den Hauptunterschied zwischen Klushantsevs und Juravlows Werk zu erkennen. Klushantsev begann die Arbeit an dem Film in den frühen 50er Jahren. Stalin war noch am Leben, aber die Medienrevolution hatte bereits begonnen. Das Fernsehen war aufgetaucht. 1951 wurden in Moskau täglich Fernsehsendungen ausgestrahlt und das Fernsehen begann sich im ganzen Land zu verbreiten. In den 30er Jahren war die lineare Erzählstruktur in der Filmkunst absolut dominant. Die Wochenschau war nur ein Appetitenerreger und Aperitif für fiktionale Spannungsgeschichten, die innerhalb von einer bis zwei Stunden Kulmination und Ende erreichen mussten. Der narrative Spielfilm entspricht dem Prinzip eines strukturell geschlossenen
innerlich autonomen Werkes, das für eine separate, einzelne Betrachtung bestimmt ist. Die kosmische Reise hat diesem Kanon streng gefolgt. Das Fernsehen hingegen hat die typologische Vielfalt und offene Strukturen wiederbelebt, die für das frühere Kino bis circa 1920 charakteristisch waren. Damals waren Spielfilme, Wochenschauen, populärwissenschaftliche Filme, Stunts und Spielfilme gleichberechtigte Elemente eines typischen Filmprogramms. Das Fernsehen mit seiner zyklischen Abwechslung von mannigfaltigen Sendungen hat zu einer teilweisen Revision dieses Prinzips und zur Verbreitung offener Strukturen geführt. Ja, jetzt beende ich meine Präsentation, weil ich die Abschnitten, die Ausschnitten aus dem Weg zu den Sternen nicht ausschneiden konnte. Und deshalb muss ich jetzt, sehen Sie jetzt mich im Vollbildmodus? Ja, okay. Der Weg zu den Sternen ist sowohl durch die typologische Vielfalt als auch durch strukturelle Offenheit gekennzeichnet, obwohl es ein Kinofilm ist. Die gegenwärtigen Filmhistorikerinnen und Filmhistoriker zelebrieren Kluschanze nicht nur für seine technische Brillanz, sondern auch, weil er die Genres der Science-Fiction und des populärwissenschaftlichen Films elegant zu verschmelzen wusste. Der Weg zu den Sternen beginnt aber sogar als historisches Dokudrama, das Leben Tsiolkovskis vor der Oktoberrevolution darstellt. Ein unbekannter Lehrer aus der Provinz, der vom reaktionären wissenschaftlichen Establishment abgelehnt wurde, erklärt neugierigen Kindern den Mechanismus des Raketenfluges, indem er von einem Boot Gegenstände in einen Fluss wirft. Tsiolkovsky wird dabei keineswegs als ein Übermensch, wie sein alter Ego Siddich in Kosmischer Reise dargestellt. Jetzt sieht erstmal. Sieht Zoom meinen VLC-Player nicht. Sehen Sie jetzt das Filmbild im Vollbildmodus, ja? Mhm. Ja. Von der Erde geht eine große Kraft aus. Sie ist bestrebt, alles, was sich auf ihr und über ihr befindet, anzuziehen. Auf der Erde magst du dich bewegen, wie du willst, aber entfliehen kannst du ihr nicht. Du springst in die Höhe und im selben Augenblick holt sie dich wieder zurück. Das ist die Schwerkraft der Erde, die sogenannte Gravitation. Also kommt man nie auf den Mond? Doch. Der Mensch wird die Schwerkraft überwinden. Die Schwerkraft kann man durch Geschwindigkeit überlisten. Wenn ich die Erde schneller verlasse, als sie mich wieder an sich ziehen kann, bin ich ihr entkommen. Diese Geschwindigkeit ist ja bekannt. Newton hat sie berechnet. Im Verlauf einer Sekunde zieht die Erde einen fallenden Stein um 5 Meter herab. Aufgrund der Kugelgestalt der Erde krümmt sich ihre Oberfläche 5 Meter unter die Horizontalebene bei einer Entfernung von 8 Kilometern. Ein Stein, der 8 Kilometer in der Sekunde zurücklegt, sinkt um ebenso viel unter die Horizontalebene wie die Erdoberfläche selbst. Bei dieser Geschwindigkeit behält der Stein stets den gleichen Abstand von der Erde. Er umkreist sie. Er hat die sogenannte Kreisbahngeschwindigkeit erreicht. 8 Kilometer in der Sekunde. Beschleunigt man den Stein jetzt noch stärker, dann bewegt er sich auf einer ellipsenförmigen Bahn. Er verlässt die Erde auf immer,
wenn man ihm die sogenannte Fluchtgeschwindigkeit verleiht. 11,2 Kilometer in der Sekunde. Was für gewaltige Geschwindigkeiten. Das wäre 10-mal so schnell wie ein Artilleriegeschoss. Jules Verne kennt diese Zahl genauso gut wie ich, aber er hat es leichter. In seinem Roman Von der Erde zum Mond hat er die Helden in eine Kanonenkugel gesetzt, die aus einem riesigen Geschütz abgefeuert wird. Eine großartige Fantasie. Aber so geht es in Wirklichkeit leider nicht. Keine durch Pulverexplosion angetriebene Kanone kann dem Geschoss kosmische Geschwindigkeiten verleihen. Außerdem müssten die Menschen bei dem starken Beschleunigungsstoß jämmerlich zugrunde gehen. Ein Geschoss ist dafür unbrauchbar. Man müsste ein Gerät entwickeln, das seine Geschwindigkeit allmählich steigert und das sich im leeren Raum lenken lässt. Aber im leeren Raum gibt es doch keinen Stoff. Gibt es nichts, wovon man sich abstoßen könnte. Nicht einmal Luft. Ich will dir begreiflich machen, auf welche Weise man sich fortbewegen kann. Da oben, im leeren Weltraum. Da zum Abstoßen im Weltall kein Stoff vorhanden ist, muss man welchen mit hinaufnehmen. Verstehst du? Da komme ich nicht mit. Du kannst dich von jedem Körper abstoßen. Welche Beschaffenheit er auch hat. Wichtig ist immer nur seine Masse. So ist das, ja. Sieh mal, unser Boot bewegt sich nicht. Und jetzt stoße ich mich vom Ruder ab. Mit aller Kraft. So. Und jetzt vom anderen. Was machen Sie da? So. Jetzt vom Anker. Von der Bank. Vom Eimer. Und vom Schirm. Aber Konstantin Eduardowitsch. Na, was ist? Fahren wir oder fahren wir nicht? Wir fahren. Und ziemlich schnell sogar. Das eben, mein Junge, wollte ich dir beweisen. Und nur so, mit Hilfe des Rückstoßprinzips, werden die Menschen eines Tages durch den Weltraum fliegen. Das Rückstoßprinzip ist die Auswirkung des dritten Newtonschen Gesetzes. Das besagt, Wirkung gleich Gegenwirkung. Das ist auch der Grund, warum eine Kanone beim Abschuss zurückläuft. Eine Kanone. Zum Weltraumflug ist sie zwar nicht zu gebrauchen, aber man kann sich mit ihrer Hilfe vielleicht manches veranschaulichen. Stellt man sich eine Kanone im luftleeren Raum vor, so müsste sie sich nach dem Abschuss wie auf der Erde zurückbewegen. Wenn man immer und immer wieder schießt, müsste sie schnell und schneller fliegen, bis sie die gewünschte Geschwindigkeit erreicht hat. Aber dieser Gedanke bringt mich nicht weiter. Oder doch? Eine solche Vorrichtung gibt es ja. Die jahrhundertealte Rakete. Die Rakete! An die Stelle der Geschosse tritt der Gasstrom, den sie auspufft. Die Gase stoßen sich von der Rakete ab, die Rakete stößt sich von den Gasen ab und beide fliegen in entgegengesetzten Richtungen davon. Die Gase zurück, die Rakete vorwärts. Wirkung gleich Gegenwirkung. Dazu bedarf es keiner Luft im umgebenden Raum. Mehr noch, die Luft würde sogar als Bremse wirken. Ob die Rakete aber kosmische Geschwindigkeiten entwickeln kann, das lässt sich nicht so sagen. Das Fernsehsehen wirkt in Der Weg zu den Sternen nicht nur hinter den Kulissen, indem es die Struktur des Films beeinflusst, sondern auch wird zu einem der Akteure im Film selbst. Dabei fällt der Kontrast zwischen dem kleinen schwarz-weiß Quadrat und dem großen bunten Farbbildschirm auf. Damit will aber Klushantsev das Fernseher gar nicht herabsetzen oder seine Schwäche gegenüber dem Kino aufzeigen. Tut mir leid, ich brauche ein bisschen Zeit, das nötige Fragment wieder zu finden.
Das sind zwei Aufnahmen vom Mars, hergestellt durch zwei gleichartige Teleskope. Die eine ist von der Erde aus aufgenommen, durch die Atmosphäre. Und die andere ist hier entstanden. Ein Unterschied, nicht? Ja. Wissenschaftliche Forschung ist nicht der einzige Daseinszweck der kosmischen Station. Sie dient zugleich als Ausgangspunkt für den Weg zu den Sternen. Bald soll die erste bemannte Rakete zum Mond starten. Sie sieht ungewöhnlich aus, aber sie bedarf ja keiner Stromlinienform, weil sie nur luftleeren Raum durchfliegt. Bei ihrer Konstruktion kam es ausschließlich darauf an, die einzelnen Teile raumsparend und zweckmäßig miteinander zu verbinden. Achtung, Achtung! Die Mondrakete startet in 5 Minuten. Wie selbstverständlich das schon klingt. Dabei ist es gar nicht lange her, dass auf der jetzigen Bahn der Außenstation noch keine Spur menschlichen Wirkens zu finden war. Es scheint, als ob die fruchtbarste Fantasie einfallslos ist gegenüber der Wirklichkeit. Erstens zeigt Pavel Klushantsev, wie das Fernseher es jedem normalen Bürger ermöglicht, epochale Ereignisse wie den Flug eines Menschen ins All in Echtzeit mitzuerleben. Dank der Präsenz des Fernsehens ist es nicht mehr notwendig, dass eine Rakete vom Zentrum Moskaus wegfliegen muss. Lange vor dem Erscheinen der Bücher von Marshall McLuhan zeigt Klushantsev, wie das Fernsehen die Welt in ein globales Dorf verwandelt. Laboratorium, dessen Forschungen ebenfalls der Erde dienen. In ihm werden die Bewegungen des Eises in den arktischen Gewässern studiert. Ein kleines Institut für Sonnenphysik, ein Schaltraum für die Weiterleitung von Fernsehprogrammen. Wenn der Mensch gearbeitet hat, braucht er auch ein wenig Behaglichkeit. Im Weltraum ist das nicht anders als auf der Erde. Eher ist dieses Bedürfnis noch stärker ausgeprägt. Ist es da ein Wunder, wenn sich manchmal das Heimweh vernehmlich meldet? Aber man ist ja nicht aus der Welt. Ein Stück der vertrauten Umgebung hat man auch hier. Das Fernsehen dient nicht nur dazu, den Erdbewohnern den Weltraum zu zeigen, sondern auch die Astronauten an die Erde zu erinnern. Wie Sie sehen, ist der Fernseher eines der beiden wichtigsten Attribute für die Schaffung der Behaglichkeit auf einer Raumstation. Das zweite Attribut ist wiederum eine Katze. Jetzt ist sie kein Pfadfinder und kein Spion mehr, sondern ein Bündel aus Wärme, Fell und Schnurren. Die Anwesenheit einer Katze im Weltraum ist umso interessanter, als Klushantsev bereits von den Plänen erfahren haben sollte, Hunde ins All zu schicken und nicht Katzen. Um den Stress auf einer Raumstation zu verringern, muss man sich dort wie zu Hause fühlen. Abgesehen von Möbeln ist das beste Mittel dazu ein Fernseher und eine Katze. Dies steht im krassen Gegensatz zu Juravlovs Film, in dem das Raketenflugzeug ein extremes Transportmittel ist. Der Raumflug ist eine harte Probe, die nichts mit der Behaglichkeit zu tun hat. In kosmischer Reise wird die Katze auf den Mond gebracht, um das Gebiet der UdSSR zu erweitern. Die Katze vollbringt dort eine Heldentat,
während bei Kluschanzow sie zum spießbürgerlichen Attribut wird. Dass von den Helden keine Heldentaten mehr verlangt werden, steht im Einklang mit den veränderten Werten der Tauwetterzeit im Vergleich zur Stalins Zeit. Normale, sogar kleine Menschen sind nun in den Vordergrund getreten. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Heldentaten verschwinden. Sie ergeben sich jetzt aus der freien Wahl derjenigen, die sie selbst erproben, aber nicht aufopfern wollen und die Natur erobern wollen. Die Astronauten im Kluschanzows Film wollen ihr Raumschiff verlassen und im Weltraum schweben, weil die Kommunistische Partei ihnen das befohlen hat. Sie wollen beim Außenbordeinsatz ihr Leben dem enormen Risiko aussetzen, nicht weil sie bereit sind, sich im Namen des Vaterlandes aufzuopfern, was für die Helden der Stalinszeit charakteristisch war. Nein, sie verhalten sich wie die typischen Romantiker der Tauwetterzeit, die sich für Bergsteigen oder Fallschirmspringen begeisterten, um unbekannte Schönheiten und Wunder zu entdecken. Die Wissenschaftler, die große Risiken eingingen, um die ersten Raketen in den Himmel zu schießen, sind in Kluschanzows Film wie die romantischen Geologen der 50er Jahre dargestellt.
Die romantische Eroberung der Natur setzt sich später beim Bau einer Raumstation fort. Ein Off-Kommentar ließ den Brief eines ausländischen Kollegen an Tsiolkovsky, in dem die Idee einer Weltraumrakete mit dem Feuer verglichen wird, mit dem Tsiolkovsky die Herzen von Enthusiasten auf der ganzen Welt entzündete. Die visuellen Motive des Films wecken jedoch etwas andere Assoziationen. Die visuellen Motive, die kleinen sprossenden Versuchsraketen, die rund um die Welt in die Luft geschossen werden, erinnern an schnell wachsende Pflanzenstängel. Raumstationen ähneln exotischen Blumen. Und Tsiolkovsky, der Gegenstände von einem Boot wirft, weckt im Nachhinein Assoziationen an einen Seemann, der Samen ausstreut. Eine solche landwirtschaftliche Metapher steht in perfekter Harmonie mit dem Bild eines Weltraumdorfes, das der ganze Film heraufbeschwört. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich über Ihre Fragen sehr freuen. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, das genau, da müssen wir Reaktionen, ja, und wir haben noch etwas Zeit, um ja so auch die über diese ganz tolle Präsentation und sehr spannende zu diskutieren. Bitte schön, ja, Ihre Fragen können Sie entweder im Chat schreiben oder direkt ja so als Hand heben. Ich sehe im Moment jetzt keine, dann kann ich dann vielleicht eine eigene Frage stellen. Also das ist höchst spannend, also diese Erkenntnis, die wir jetzt gewonnen haben, also über dass ja eigentlich Zukunftsvision oder Zukunftsdarstellung in diesem Film eigentlich fehlt. Auch dann so von Kluschantsev. Selbst wenn er diese technischen Schwierigkeiten beschwört, ja, so die Zukunft darzustellen, versucht er das trotzdem, aber macht das die Zukunft als Gegenwart, präsentiert er. Das ist ja im Grunde genommen ja eine kaum sich von dieser, von der heutigen Gegenwart unterscheidende oder zum vielleicht etwas etwas perfektionierter dargestellte Gegenwart. Ist es, wie kann man das erklären, dass ja so eigentlich also die gerade so die Fantasien über Zukunft so ja so minimal und so kann man sagen, so reduziert ausfallen im Film. Also ist es tatsächlich nur diese technische Unmöglichkeit oder gibt es ja vielleicht irgendwelche, sage ich mal, ideologischen oder politischen Motive, die dahinter stecken? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube nicht, dass es irgendwelche konkrete politische Motive dahinter stecken. Vielleicht die allgemeine Vorsicht, übermäßige Vorsicht, die vielleicht wirkt mit. Aber Kluschantsev wollte eigentlich keine Schwärmerei über die Zukunft jetzt darstellen. Er wollte sich davon fernhalten, dass es seine subjektive Fantasien waren. Er wollte die Illusion erwecken, dass wir in die nahe Zukunft im Hinblick auf die gegenwärtige Entwicklung der Wissenschaft und Technologie ja hineinspähen können. Und er hatte sehr viele Berater und Beraterinnen übrigens,
für die Arbeit am Film herangezogen. Er hat am Institut für Astrophysik einen Wettbewerb veranstaltet, und zwar noch im Jahr 1951, ein Bewerb für die beste Zeichnungen der Raketen und kosmischen Stationen. Und er hat tatsächlich dann mit seinem Film, er hat übrigens mit Judy Schwertz auch gearbeitet, mit demselben Set-Designer, der an kosmischer Reise dann beteiligt war. Und die haben die besten Zeichnungen dann ausgewählt und enorm viel in ihrer Verwirklichung, in investiert, um technische Perfektion zu erreichen, die damals äußerst beeindruckend wirkte und die auch eigentlich heute auch beeindruckend wirkt. Deswegen wollte er das Element der Subjektivität und Willkür so reduzieren wie möglich, so viel wie möglich. Und deswegen hat er sein Narrativ so aufgebaut, dass er so einen Bogen von Anfang des 20. Jahrhundert bis zu den 70er, 60er Jahren dann spannt. Ja, also ich habe ja noch viele Fragen. Also insofern, wenn Sie die nicht stellen, dann habe ich ja so eine ganze Reihe. Also das würde mich auch noch interessieren, also wenn wir tatsächlich vergleichen die Literatur mit dem Film, dass ja so diese so ja was du am Anfang ja dargestellt hast, also dass diese Genre der Science Fiction ja eigentlich noch ja nicht ganz anerkannt wurde. Und das ist ja aber allein schon das, Science Fiction ist eine Beschränkung oder beschränkte Darstellung der Zukunft, nämlich die Reduktion, wie wir sehen, der Zukunftsgestaltung auf die technische Perfektionierung, auf die technischen Möglichkeiten und Horizonte. Was ist jetzt mit dem Gesellschaftlichen? Also wie ist das ja, also wenn wir an vielleicht an die früheren Utopien denken, zum Beispiel ja wie der Rote Stern von Bogdanov oder die anderen, die ja eine Gesellschaftsstruktur darstellen, ohne dass man ja so, also technisch wäre das ja durchaus möglich zu präsentieren. Im Film, ja, neue gesellschaftliche Ordnung oder so künftige gesellschaftliche Ordnung. Du hast ja nur ja so über diesen ersten Film gesprochen, dass die Aufgabe ist, dann die Sowjetisierung des Mondes dann durchzuführen. Also das ist so, scheint ja sozusagen so eine Kolonisation eigentlich des Weltalls vorzuherrschen, oder man überlegt tatsächlich, oder warum überlegt man nicht, dass es ja irgendwie im Weltall oder in der Zukunft ja andere gesellschaftliche Ordnung gibt, die man vielleicht so wie bei Bogdanov ja so in Verbindung mit unserer Gesellschaftsordnung bringt. Ja, ich glaube tatsächlich, dass die Ursache, warum die Cineasten sich davon ferngehalten haben, war die Politik und die Angst, sich irgendwas Falsches zu sagen. Und es gab einen Präzedenzfall, nämlich den Film Aelita
wo tatsächlich die zwei Gesellschaftsordnungen zueinander gegenübergestellt werden. Die aufbauende neue sowjetische Gesellschaft, die sich aber in Problemen, in vielen wirtschaftlichen, technologischen Problemen verwickelt ist. Da hat Protasanov gewisse Kritik an sowjetischer Realität geäußert und eine quasi ideale Zukunft der Marsbewohner, die viel weiter fortgeschritten sind, die aber trotzdem keine soziale Gerechtigkeit erreicht haben. Und trotz ihrer höheren technologischen Entwicklung bestehen dort Voraussetzungen für eine sozialistische Revolution. Da aber in Aelita alles so ambivalent irgendwie zweideutig wirkte, wollten keine Filmemacher solche Experimente weiter wagen, weil Protasanov das 24 gedreht hat in der Zeit, wo die Zensur nicht so heftig war, wo man als Mann sich viel freier ausdrücken konnte, und später war das nicht möglich. Deswegen glaube ich, dass die Filmemacher wollten keineswegs etwas mit der sozialen Utopie zu tun haben, und sie haben tatsächlich technologische Utopien und soziale Utopien voneinander so fern gehalten, wie es nur möglich war. Das betrifft ja auch natürlich ja die Figur von Tsiolkovsky, der ja ebenfalls ja nur auf dieses rein technische reduziert wurde, ja so in diesem Kult wurde ja eigentlich nur dann Fähigkeiten und seine Entdeckung ja so in der kosmischen oder in der Raumfahrt gefeiert und verehrt, aber so diese Gesellschaftsordnung oder so zum Beispiel ja so diese schrecklichen Visionen ja so einer zukünftigen Welt, die er sich vorgestellt hat, zum Beispiel dann Welt ohne Tiere und so weiter, wurde ja eigentlich ja so alles verdrängt. Das heißt, also man kann sich vorstellen, dass ja so diese soziale Dimension in irgendeiner Weise, wenn die nicht konform wäre mit einem Bild der Zukunft durch die Partei vorgeschrieben, dann ja eigentlich sofort ja irgendwelchen in einer Zensur ausgesetzt wäre. Ich würde noch eine Frage stellen zu der Wandlung dieses Genres. Also vielleicht nur als kurzer Ausblick. Du hast ja auch hier die Tauwetterzeit und also die neuen Tendenzen der Tauwetterzeit erwähnt. Und wir kennen natürlich dann ja auch viel spätere, also Solaris und andere Filme, die tatsächlich ja angefangen mit den 60er Jahren dann boomen. Kann man sagen, dass das diese Konstellation eigentlich dann weiter besteht, also dass man die Zukunft ja rein technologisch sich vorstellt im Film, oder gibt es ja dann schon auch irgendwelche anderen Tendenzen, die im Film sich dann geltend machen, also vielleicht dann in den 60er dann oder später im Jahr. Ich kann nur, ja, danke für die Frage. Ich kann nur auf den nächsten Film Klushantsevs
hinweisen, Planeta Bur, ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt, er hatte eigentlich einen großen Erfolg und auch kommerziellen Erfolg und wurde von Amerikanern sogar gekauft und umgeschnitten. Und dort handelt es, es ist der einzige pure Spielfilm Klushantsevs. Und es handelt sich um einen Flug auf Venus mit einer zusammengestellten Crew aus Sowjeten und einem Amerikaner und einem amerikanischen Roboter. Und der Film wurde erschien 1961 in Kinos und hat dann die Figur des Amerikaners so ein bisschen grotesk ambivalent dargestellt, dass er grundsätzlich so übermäßig seriös wirkte und eigentlich dem Stereotyp eines typischen Amerikaners gar nicht entspricht. Er lächelt nie. Er wirkt so eher wie ein typischer Ruhrgebietler, der äußerst selten lächelt, ist aber gutherzig im Inneren. Und somit versuchte Klushantsev und seine Drehbuchautoren fantasieren über die künftigen Perspektiven der internationalen Beziehungen. Aber sie haben sich super fern davon gehalten, über irgendwelche gesellschaftliche Ordnung zu spekulieren. Zwar spielt der Film in der Zukunft, die sozialen und politischen Verhältnisse wirken so, als ob sie tatsächlich am Anfang, den frühen 60er Jahren dann angehören. Ja. Ich mag aber den Film viel, viel weniger als den Weg zu den Sternen, weil eben er versucht, einen puren Spielfilm zu machen und es gibt keine diese Gattungssynthese, die so gut wirkt hier. Ja, Planet der Stürme. Ja, da gibt es eine Frage. Ja. Sorry, ja, bitte. Mhm. Ja, ich wollte fragen, es gibt ja auch in anderen Kulturen, sag ich mal, Zukunftsdarstellungen im Film. Also zum Beispiel im deutschen Film denke ich dann an Metropolis, ne? Oder ich kenne mich da nicht so aus, aber ich denke, dass es ja auch im amerikanischen Film so Zukunftsdarstellungen gibt. Wie ist denn da deine Einschätzung? Ist die Entwicklung des sowjetischen Films, also oder dieser Zukunftsdarstellung, ist das so eine ganz autonome Tradition oder gibt es da auch so interkulturelle Berührungen oder Inspirationen, dass man sich anregen lässt oder vielleicht eben auch dann andere Filmtraditionen beeinflusst? Das würde mich sehr interessieren. Ja, danke für die Frage. Soweit ich weiß, hat es erst ab den, seit der 60er Jahren an, dass die Studierenden der Regiefakultät beispielsweise einen freien Zugang zur Filmsammlung erhalten haben und die durften auch diejenigen Filme anschauen, die nicht offiziell im Verleih waren und die sogar verboten waren.
Da war es eigentlich, dass, da hat es im späten, in der späten Tauwetterzeit erst angefangen. Aber die bekannten Filme wie Metropolis, die haben sowjetische Filmemacher angeschaut und sich davon inspirieren lassen, dass das ist wohl bekannt. Und auch umgekehrt, es ist ja, es bestehen zahlreiche Anekdoten über Kluschantsev. Eine meist bekannte Anekdote lautet, dass George Lucas sein großer Fan war und als er die Sowjetunion Mitte 80er Jahre zum ersten Mal in der Perestroika-Zeit besucht hatte, war sein Hauptwunsch, Kluschantsev persönlich kennenzulernen. Und Kluschantsev war zu der Zeit völlig vergessen und die Gastgeber von Lucas konnten nicht einmal seine Adresse herausfinden. Ich glaube aber an diese Anekdote nicht. Aber dann später, Anfang 90er Jahren, hat ein amerikanischer Filmemacher und ein Filmkritiker Kluschantsev rausgesucht und ihn interviewiert. Da fing Kluschantskis Ruhm schon an, ab Anfang der 90er Jahre. Und was ich auch weiß, ist, dass Stanley Kubrick während der Produktion von 2001, er hat sehr viele sowjetische Filme angeschaut, nicht nur Kluschantsev. Also das ist schon... Das ist nachgewiesen. Auch irgendwelche wohlfeile, dumme Filme der 60er Jahre. Er wollte einfach alles anschauen, was es dazu gibt. Ja, deswegen seit den 60er Jahren war der Austausch sehr intensiv. Aber früher ist es sehr problematisch, das festzustellen. Ja, mit Blick auf die Uhr, da haben wir noch die Möglichkeit für eine Frage, ich sehe jetzt auch noch keine Wortmeldung. Dann frage ich ja auch, ja, so dieses, das ist ja auch auffallend, ja, so was du ausgeführt hast, ja, dass die sowjetische Filmgattung ja so vor allem ja so auf diese Glorifizierung der Vergangenheit konzentrieren. Angefangen tatsächlich mit diesen Revolutionsfilmen und dann bis hin zu den späteren Filmen über die Geschichte, ja so bis hin zu Eisenstein, Alexander Newski und so weiter. Kannst du das in Verbindung bringen, ja so auch mit dem, was ja so heute dann wieder dieser mit der zunehmenden Sowjetisierung oder der Zuwendung zum Sowjetischen ja auch so eine Art, für Russland diese relevante Hinwendung oder Glorifizierung der Vergangenheit stattfindet, ohne dass man in irgendeiner Weise sich Fantasien oder Gedanken über die Zukunft macht, sondern sozusagen immer dann vorzieht, die Vergangenheit zu feiern, statt ja so in die Zukunft zu schauen. Siehst du da irgendwelche Verbindungen mit der gegenwärtigen Bewusstseinszuständen in der heutigen russischen Kultur, diese Glorifizierung der Vergangenheit? Ich weiß nicht, ob ich deine Frage richtig verstanden habe, aber die Voraussetzungen sind völlig,
völlig unterschiedlich, da in den 20er und 30er Jahren hat sich eine Gesellschaft herausgebildet, die sich als völlig neu identifiziert hat und so sich darstellen wollte und musste ihre eigene Geschichte jetzt mit neuen künstlerischen Mitteln auch darstellen. Und das war aber ähnlich wie dann die in der US-amerikanischen Gesellschaft, die auch ihre neue Geschichte auf neue Art und Weise präsentieren wollte. Das Genre des Westerns entstanden. Und im heutigen Russland haben wir alles andere als sehen wir alles andere als den Versuch, die neue Gesellschaft zu bauen, wenn ich mich nicht irre. Aber das war die Antwort. Ja, das ist klar. Und zwar noch ein sehr wichtiger Punkt. Ein sehr wichtiger Punkt. Diese Obsession mit der Geschichte in den 20er bis 40er Jahren, Entschuldigung. Nein, Entschuldigung, der Gedanke ist mir gerade entfallen. Tut mir leid. Ja, das war auch zum richtigen Zeitpunkt, weil also die Zeit ist ja schon rum. Ich danke noch einmal Sascha für diesen ganz spannenden Vortrag, der uns dann diese Thematik ja so der Zukunft im sowjetischen Film ja so auf diese ganz interessante Weise nahegebracht hat und erschlossen hat. Ich möchte dann ankündigen, dass nächster Vortrag also aller Wahrscheinlichkeit nach wieder im Zoom stattfindet. Das ist der Vortrag schon im Januar. Ich glaube, das ist von Ulrike Goldschwer über die Utopien, Zukunftsutopien in der sowjetischen Architektur. Wenn sich dann die Lage ändert inzwischen, dann werde ich ja alle informieren, also per Facebook oder im Moodle-Kurs, zu dem Sie den Zugang bekommen haben. Da wird ja so auch dann die Information darüber statt sein, ob das jetzt in Präsenz oder nur im Zoom stattfindet. Also Präsenz und Hybrid dann. Und allen möchte ich dann ja in diesem Sinne dann schöne Feiertage wünschen, schöne Ferien. Guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns dann schon wieder im neuen Jahr in dieser Konstellation, in der Ringvorlesung, wo wir immer noch über die Zukunft sprechen werden. Vielen Dank und vielen Dank, Sascha. Ich habe zu danken. Tschüss. Ja, tschüss. Ne? Tschüss.